Jo Leute, was geht ab und willkommen hier zu einem neuen Video auf meinem Kanal, Matendo. Vielen Dank, Lukas. Schon mal ein Applaus für dich, dein Jahresrückblick. Neue Formate angefangen, neue Formate beendet, Kanäle gelöst, Open 1000, 2019 in der Nutshell. Ja, bei mir war es so, Anfang 2019 habe ich ja dann allgemein mit Projekten richtig angefangen. Und dann habe ich zwischendurch halt noch, damals war es Mario Kart Wii, noch gemacht. Also ich habe mein Mario Kart Wii Let's Play vor 10 Monaten beendet. Also das war Februar. Ja, und zwischendurch so ein paar, sagen wir mal, Formate ausprobiert. Gerade dieses YouTuber-Interviewen. Und dann halt immer so mal ein paar Random-Videos gemacht. Dann, als ich Mario Kart Wii beendet habe, kam dann Paper Mario. Nebenbei ist noch Undertale gelaufen. Dann habe ich auch immer mal zwischendurch Videos mit anderen gemacht. Dann gab es ja diese Zeit so April bis Juni, wo mein Laptop nicht ging. Heißt, da war ich sehr, sehr inaktiv, weil ich da eben nichts machen konnte. Dann wurde ich wieder aktiver, hab noch ein bisschen wegen Carmack rumgeraged bei Paper Mario. Hab mein Undertale-Stuff nochmal weitergeführt. Und dann im Juli hat dann mein Podcast-Format gestartet, was ich bis heute auch immer noch tatsächlich führe. Und immer mal zwischendurch ein paar Livestreams gemacht. Die haben relativ viele gesehen, die Livestreams, aber ist jetzt nicht unbedingt was ich jetzt so auf Videos beziehen würde. Ja, und dann bei Part 7 von Paper Mario, da habe ich dann endgültig abgebrochen, das Let's Play. Habe dann Mario Kart 64 begonnen, relativ schnell abgeschlossen, nach gut 2 Wochen. Und ja, dann wieder so eine inaktive Phase. Da kam mal 2 Monate gar nichts. Dann kam Super Mario 64, nebenbei noch Undertale. Habe ich dann irgendwann beendet. Und dann habe ich meinen Content so beibehalten, dass ich nur Super Mario 64 als LP mache. Und dann halt immer mal so random Videos für Samstag dazwischen mach. Das wäre jetzt so mein Jahr kurz zusammengefasst. Und zwar wollten wir jetzt noch übers Allgemeine, YouTube-Technisches bezogen, weil es da auch sehr viele Sachen gab, die 2019 YouTube sehr beschäftigt haben. Bestes Beispiel, zum Beispiel Anfang des Jahres, diese ganze Artikel 13-Scheiße. Jeder hat es wahrscheinlich mitbekommen, da waren ja dann die Demos. Gegen Artikel 13, sehr viele YouTuber waren dort, Herr Newstime. Revi, Contrafter, Tuttle, Floyd war da, Just Nero war da, glaube KuchenTV, Alblali bzw. Vic, der war in Köln und noch zig andere, die jetzt alle zu nennen, das werden wir nächstes Jahr noch nicht fertig. Tanzverbot war auch da, genau. Ich weiß nicht, ob es den anderen auch so geht, die dieses Video gucken. Aber 2019 haben sich so viele getrennt. Egal jetzt in welche Art und Weise. Egal, ja, jetzt YouTube-technisch oder beziehungstechnisch. Das habe ich gemerkt hier. Vic hat sich getrennt. Elcram hat sich getrennt. Revi, ja, hat sich, ja, genau, 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 getrennt. Concrafter auch. Also es ist jetzt eher YouTube auf mich bezogen, aber ist ja egal, weil es ist ja allgemein YouTube, also da kann es um alles gehen. Da gab es diesen Beef mit Brantaslow. Die haben mir Sub for Sub vorgeworfen, Abo-Botting, eigentlich alles, was irgendwie mit unverdient Abos machen zu tun hat. Wenn man aber wüsste, dass ich sie ein Jahr vorher richtig so auf YouTube, sagen wir es mal, wie sagt man das, bekannter gemacht habe. Gepusht habe, geschieht komplett in Vergessenheit. Und jetzt, ja, ist halt und jetzt mit Schmuff. Und jetzt mit mittlerweile, habe ich zumindest von ein paar gehört, soll es ja jetzt Brandon oder so, ich weiß nicht, wer genau es von den beiden war, soll es ja mittlerweile so gedreht haben, dass sie haben gesagt, dass ich durch sie bekannt geworden bin. Genau, auf jeden Fall, Alter. Ja, und dann gab es halt, es gab wieder sehr viele YouTube-Beefs. Viel zu viele, meiner Meinung nach. Weil jeder hat sich ja so geschworen, so Ende Dezember 2018, so, wir wollen endlich weniger YouTube-Beefs haben. Anfang 2019 ging es schon wieder los, ne? Ich hab's geschafft. Stimmt, was mir auch gerade so einfällt. 2019 ist irgendwie so das Jahr der Anzeigen und Gerichtsfälle von YouTube Deutschland. Finde ich jetzt zumindest so ein Yo Olli. War Leon Mascher nicht auch dieses Jahr? Weiß ich gar nicht. Wie war, glaube ich, Leon Mascher? Ich wurde angezeigt. Stimmt auch. Das hat zwar nichts mit YouTube zu tun, aber ich glaube, man kann auch Rapper als YouTuber zählen, ne? Weiß nicht, ja, sie sind ja auch auf YouTube tätig, sagen wir's mal. Deswegen würde ich auch den Rapper Gotcha mit reinnehmen, der wurde verurteilt. Deswegen würde ich den auch so als YouTuber zählen. Oh, beste Überleitung. Dann gab's Ende. Also wir switchen, merke ich jetzt schon, wir switchen immer mal hinterher. Also hin und her vom Datum her. Ende dieses Jahres kam ja ein Track von Gio raus, wo er diese komplette Rapper-Szene
quasi, wie sagt man das, vernichtet hat. Kann man dazu vernichtet sagen? Kritisiert, das war vor 2-3 Wochen. Glaube ja. Das war vor 2-3 Wochen, den habe ich gepumpt, den Track. Vor allem, den haben sogar sehr viele gepumpt, die nicht mal Gio mochten, sondern einfach nur, weil es Real Talk war. Es ist halt wirklich Real Talk. Diese ganze Szene mit Ferro, Mero, Lero, Hero, wie sie alle heißen. Verpisst euch damit. Verpisst euch. Ja, und dann gab's, das ist jetzt wieder auf mich und Lukas bezogen, dann gab es wieder Streitigkeiten mit Retroben auf Twitter, die sehr unterhaltsam sind. Ich werde jetzt vielleicht ein paar Screenshots einblenden von unseren Diskussionen. Die waren, also Argumentation wurde bei Retroben da groß geschrieben. Keep up. Ja, wir haben ja Part 18 oder Part 17 war das, glaube ich. Wo wir über Retro-Ben und Fridays for Future und sowas geredet haben. Bei Super Mario 64. 17, ja. Hat mich Retro-Ben dann in den Kommentaren drauf angeschrieben, was das ja sollte, weil er nicht auf dem Thumbnail sein will und er mich dafür jetzt melden will. ja. Also, no joke, Alter. Du bist so ein gottverdammter Ehrenmann. Kappa. Dann gab es ebenfalls auch zwischen mir und Lukas kleine Streitigkeiten, die aber eher privat sind und bleiben. Auch wenn sie sehr, also wir haben uns quasi wegen sehr unnötigen Themen gebieft oder sehr lang diskutiert drüber. Oder auch einfach oder einfach auch unnötige Sachen gemacht, wo man sich fragt, was machen Sachen? Gab es halt auch so zwischenmenschliche Sachen halt. Ist glaube ich normal. Sowas gab es halt auch wieder. Wir wollen jetzt mal richtig weiter auf YouTube Deutschland beziehen. Mr. Wichser ist, glaube ich, gestorben dieses Jahr. Stimmt, Alberto ist zurückgekommen. Stimmt. Dieses Jahr. Alberto habe ich komplett vergessen. Den alten Schokokuss. Ja, okay, das ist jetzt nicht YouTube Deutschland, aber Etika ist gestorben dieses Jahr. Doch, das ist schon YouTube. Ja, gut, aber wir wollten ja eigentlich über YouTube Deutschland reden, aber kann man trotzdem mal mit ansprechen. Etika ist gestorben. Rest in peace, Bruder. War irgendwie schon eine Legende. Copper, genau. Hurensöhne. Copper ist auch ein sehr interessantes Thema. Wann wurde es eingeführt? Ich glaube vor 2 Monaten ungefähr. Ein, zwei Monaten, ja. Ja, vor 1-2 Monaten. Mit diesen ganzen kinderfreundlichen Inhalten. Man soll ja jetzt bei jedem Upload angeben, ist es kinderfreundlich oder ist es nicht kinderfreundlich. Und ja, davon sind die Kommentare, also die Kommentarfunktion, teilweise auch betroffen. Weil, bestes Beispiel, Lukas hat immer mal ein paar Videos von mir kommentiert, die ich als kinderfreundlich eingestellt habe. Er hatte normale Kommentare geschrieben, sie wurden nicht angezeigt. Wurden gelöscht von YouTube. Sie wurden gelöscht. Ist er nicht kinderfreundlich? Allgemein auch die Kommentarfunktion, die könnte man auch so hart ausschlachten. Hm. Weil ich sag mal, da ist halt auch so viel an YouTube kaputt gegangen. Gerade wenn man auf diese Kommentar-Memes zurückgreift. Die fand ich großteilig eigentlich witzig. Aber irgendwann haben sie einfach nur genervt. Ja gut, das mit Kevin, darf der Kevin spielen kommen, das ist ja, aber keine Schwester zeigen, keine Schwäche zeigen, also war mega geil. Aber was ich dann wiederum sagen muss, ich fänd's halt scheiße, wenn man ein ernstes Thema anspricht, und es dann aber so niedergemacht wird, indem man solche Kommentar-Memes drunter spammt. Sowas, also klar, man kann es bringen, okay, meine Fresse, okay, dann macht's halt. Aber nicht bei irgendeinem Video, wo man eigentlich Feedback erwartet. Find ich halt einfach unangebracht. Also Kommentar-Memes generell finde ich halt mega geil, nutze ich auch sehr gerne, sehr oft, egal wo. Also bei ernsten Themen. Aber ich sag mal so. Zum Beispiel bei Julian Bam. Ja, aber ich sag mal so, wie gesagt, man muss halt auch wissen, was der Inhalt des Videos ist. Wenn man einfach nur sieht, okay, das Video hat viele Klicks, wird immer noch gut geklickt. Ich weiß nicht, was der Inhalt ist. Schreibe ich einfach mal irgendwas drunter. So machen sie ja die meisten bei Kommentar-Memes. Ja, diese Tourensöhne. Und zum Beispiel, wenn die jetzt reinschreiben, so, also dieses keine Schwäche zeigen oder sowas oder niemand, wirklich niemand oder sowas. Und dann machen die so ein Edit, ohne das Video angeguckt zu haben und machen zum Beispiel 2:53. Diese Stelle fand ich irgendwie ziemlich lustig. Und dann ist es ein ernstes Video. So, weißt du, was ich meine? Grüße gehen raus, das ist ein Delta-Master. Nee, aber ich find's generell kacke, wie teilweise die Kommentarfunktion auch missbraucht wird. Weißt du, also ja. hätte ich dieses Links einfügen aus, dass die Links gesperrt werden, hätte ich das aus, ich glaube, meine Kommentare wären voller Links, weil sich irgendwelche Vollspasten selber pushen wollen. Ja. Und by the way, an alle, die von den Zuschauern hier dabei sind, lasst es einfach, es bringt nichts. Das ist für euch das ganze neue Creator Studio. Das finde ich geil. So, die Beta fand ich persönlich übelst scheiße.
die wurde ja so Mitte 2019, glaube ich, eingestellt, ne? Diese YouTube-Studio Beta, diese neue. Da fand ich die echt scheiße. Und das hat auch viele YouTube-Creator sehr beeinflusst. Aber mittlerweile finde ich das echt gut. Ich meine, klar, es liegt auch im Auge des Betrachters. Die meisten kommen wahrscheinlich noch mit dem Alten besser klar, aber ich persönlich habe mich an das Neue schon gewöhnt. Das gehört, das kann ja auch zum Jahresrückblick gehören, weil ist ja dieses Jahr. Ja, wir sind auf jeden Fall bei einer guten Aufnahmelänge, 24 Minuten, RAW-Datei. Passt, oder? Ja. Als so kleine Zusammenfassung. So, lasst einen Daumen nach oben da, sofern es euch gefallen hat. Gebt ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Aktiviert auch die Glocke, damit ihr das Video mit als Erster seht. Checkt Lukas' Kanal ab, da kommt an Silvester ein Video online, wo ich auch dabei bin. Da geht es um das Thema unsere Planungen auf Projekte bezogen, allgemein YouTube, fürs Jahr 2020. Ja, checkt es auf jeden Fall ab. In der Endcard findet ihr seinen Kanal. Könnt ihr auch abonnieren und vorbeigucken allgemein. Das war's jetzt von mir. Wir sehen uns beim nächsten Video. Haut rein und ciao.